Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hier ist Dummbrot. Wir scheinen verwandt zu sein. Was kann ich denn tun für Sie? Ich habe Ihnen angerufen wegen einer Anmeldung, dass Sie bei dem Swiss Bitcoin gemacht haben. Ja, sind Sie auch Dummbrot? Dummbrot sind Sie? Ja, das ist mein Name. Deswegen habe ich Ihnen gefragt, ob Sie Dummbrot sind. Ja, Sie auch? Nein, mein Name ist Frank. Frank? Wie geht's dir, Frank? Ja. Gut, danke. Ihnen auch? Ja, doch, soweit ist alles in Ordnung. Nur ein bisschen Durchfall heute. Habe ich verstanden. Also, Herr Dummbrot, ich habe Ihnen angerufen, wie gesagt, wegen der Anmeldung bei dem Swiss Bitcoin. Ja? Wegen den Geschichten? Ja, die wollte ich gerne. Wegen den Swiss Bitcoin. Genau. Haben Sie eine Anmeldung gemacht bei dem Swiss Bitcoin, ja? Ja, ja. Also, ich bin der Ansprechpartner von der Firma und in der gleichen Zeit Ihren Kontoberater. Sie sind der Aschenbecherpartner, habe ich das richtig verstanden? Wie bitte nochmal? Aschenbecherpartner, haben Sie gesagt? Du Hurensohn, mit wem sprichst du so? Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Wie alt sind Sie? Ich bin 71. 71? Ja. Also, wie gesagt, ich bin der Ansprecherpartner von der Firma und in der gleichen Zeit Ihren Kontoberater. Ja, das ist gut. Zusammen werden wir Ihren Konto aktivieren. Ja. Und dann kann ich Geld verdienen, ja? Bei uns, ja klar, können Sie Geld verdienen. Das ist klasse, da freue ich mich. Das wollte ich ja ausprobieren, ne? Gut. Jetzt bitte. Haben Sie alles verstanden bei der Werbungskampagne oder soll ich Ihnen ganz kurz erklären? Oh, erklären Sie mir das ruhig mal. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, ne? Mache ich gerne. Dankeschön. Also, mit dem Trading zu anfangen, Sie wissen das schon, dass Sie brauchen einen Konto. Und das werden wir zusammen jetzt öffnen. Wenn wir zusammen fertig sind mit dem Konto, dann werde ich Ihnen sofort bei dem Broker weiterleiten. Das ist gut. Und Sie werden die Zugangsdaten von dem Handelskonto bekommen und dann mit meinem Broker werden Sie den Job anfangen. Werden Sie sofort den Trading anfangen. Gut. Das 250 Euro, das Sie bei der Werbungskampagne gelesen haben, das werden Sie nicht bei uns bezahlen. Ach so. Das wird Ihr Kapital sein auf Ihrem Handelskonto. Ja, das ist gut, oder? Also, ja, das 250 Euro sind immer noch Ihre 250 Euro. Gut. Nur Sie brauchen das Geld zu starten mit dem Trading. Ja. Alles klar. Jetzt, Sie brauchen für den Konto zu öffnen, Sie brauchen eine Kreditkarte. Denn Kreditkarte muss sein Visa oder Mastercard. Geht das nicht mit Banküberweisung? Geht das auch, aber das dauert uns eigentlich ein bisschen lange. Weil ich habe halt keine Kreditkarte, ne? Das braucht man Sie ja nicht so häufig. Alles klar. Dann machen wir mit der Banküberweisung. Aber ich muss Ihnen fragen, ja? Haben Sie Online-Banking, wo Sie diese Transaktion von Ihrem Handy machen können oder müssen Sie bei der Bank zu gehen? Nee, ich mache das am Computer. Am Handy ist mir das zu klein, da kann ich das alles nicht richtig sehen. Ja,
Ja, ja, kein Problem. Ja. Auf dem PC geht das auch, auf dem Computer. Ja, da mache ich das okay. immer. Also, haben Sie... Warten Sie ganz kurz, bitte. Ja, ich warte auf Sie. Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse jetzt. Auf dem Computer. Bitte? Öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, auf Moment. Ihrem PC, auf Ihrem Computer. Ja, ich warte hier. Nehmen Sie Zeit. Da muss Problem. Ich jetzt erstmal hinlaufen. Ne? Da hätte ich jetzt ja nicht mit gerechnet. Wie viel? Kein Problem. Bitte? Kein Problem. Ach öffnen so. Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und ich werde in die Leitung warten. Was machen, wollen Sie machen? Ich werde auf Ihnen in die Leitung warten. Ach so. Bis Sie den Computer öffnen. Ich fahre den jetzt hoch, ne? Wie viel Geld kann okay. man da denn verdienen mit? Ich habe da so ganz verschiedene Sachen gelesen. Also, das geht um wie viel Sie investieren. Ach so, aber so prozentual gesehen, kann man das irgendwie sagen? So 5, 6, 7 oder so im Jahr oder wie läuft das? Also, wenn Sie jetzt mit dem 250 starten, dann in einer Woche können Sie 450 oder 550 nehmen. Verdienen. So viel? In einer Woche, ja, so geht das. Das ist ja Wahnsinn. okay. Das hätte haben ich mal Sie viel früher Ihre... machen sollen. Ja, klar. Haben Sie schon Ihren Computer geöffnet? Ja, das dauert immer ein bisschen. Der ist älter. Der muss erst ja angefahren werden. Alles klar. Von den Hasen auch. Und, da, und dann öffnen Sie den E-Mail-Adresse auch. Ja, das habe ich vor. Da will ich Sie ja nicht enttäuschen, ne? Okay. Und wann kann ich dann anfangen damit? Ab heute. Ab heute, Sohn? Das ist super. Ab jetzt. Achso, das geht direkt los? Das geht direkt, deswegen sage ich Ihnen. Das ist ja erste Klasse. Dankeschön. Kein Problem. Da freue ich mich sehr. So, jetzt ist der alte Bock mich an. Auch. Dann wollte ich mich da mal hochloggen, sagt man, ne? So, einen Moment, bitte. Drachenjäger 499 und einloggen. So, haben Sie mir das schon rausgeschickt? Haben Sie schon Ihre E-Mail geöffnet? Ich bin jetzt drin bei AOL. Okay, ganz kurz bitte. Kurz ist er? Bitte, ganz kurz. Ja? Ganz kurz bitte. Also, Sie werden jetzt gerade, hören Sie mich? Hallo? Ja? Ja, sind Sie da? Ich bin da, Sie auch? Ja, ich auch. Gut. Also, ich werde jetzt gerade unsere Bankdaten schicken mit Ihrem Kontoname. Mit meinem Kontoname? Also, ja, weil wie gesagt, wir werden jetzt Ihrem Konto öffnen. Nicht meinem Konto. Also Ihres, bei der Bank, ja? Hallo? Also, wie ist Ihr Vorname, bitte? Hallo? Oh, das gibt's ja nicht. Ja, ich bin da. Ja? Ihren Vorname, wie ist Ihr Vorname? Wissen Sie nicht, wo Sie angerufen haben? Bei mir steht Jaron Dumbrot. Ja, Dumbrot Jaron ist mein Name. Der Zweitname ist Isaac. Nochmal? Isaac ist mein zweiter Vorname. Okay, alles klar. Ja? Haben Sie das jetzt schon geschickt? Ich habe nichts finden können. Ganz kurz, jetzt gerade werde ich das. Ah. Ist das alles kompliziert? Das ist gar nicht kompliziert. Für einen alten jetzt Mann gerade, schon? Jetzt, nee, das ist ganz einfach. Ich werde alles für Sie machen. Guter Mann.
Ist da eine Feier bei Ihnen? Also, können Sie bitte Ihren E-Mail für mich sagen? Bei mir steht taube8111@aol.com. Nee, das ist Taube und dann also der Vogel und dann die Zahl 88. Das ist meine E-Mail-Adresse. Nochmal Taube und dann was kommt? 88. Und dann @aol.com. Okay. Taube wie der Vogel im Garten, ne? Ja, hab ich schon verstanden. Gut. Hallo. Ich habe es jetzt gerade gesendet. Bitte, was haben Sie gemacht? Ich habe die Bankdaten auf Ihren E-Mail jetzt gerade gesendet. Ja, dann mache ich das jetzt wieder auf, ne? Öffnen Sie es. Bitte aktualisieren Sie es. Und Sie haben ein neues Mail von Frank Boston bekommen. Von mir. Von wie bitte? Wie heißt der Absender? Von Frank FRANK. Ja? Frank. Ja? Was soll ich jetzt machen? Ich habe es nicht verstanden. Öffnen Sie bitte Ihren E-Mail und da haben Sie eine Nachricht bekommen von mir. Ja? Wie gesagt. Ich guck Wenn mal. Wenn Sie es schauen, dann sagen Sie mir Bescheid, ja. Ja, ich sag immer Bescheid. Ich bin sehr folgsam. Ich guck mal eben. Ich kann da nichts finden. Sind Sie sicher, dass Sie es schon losgeschickt haben? Ja, klar, bin ich sicher. Das wird ja sein können. Also hier ist nichts angekommen. Aktualisieren Sie es einfach bitte. Wie macht man das denn? Als Betreff steht Bankdaten. Es kann auch bei dem Spam sein. Bei was kann das sein? Bei dem Spam. Das bei ist dem Spam. Das ist aber nicht meine E-Mail-Adresse. Ich habe taube88@aol.com. Das habe ich verstanden. Gut. Das habe ich verstanden. Auf Ihren E-Mail haben Sie den Postgang, haben Sie geschickt, haben Sie Spam. Wo Sie die Mails bekommen. Ja, also manchmal. Da wo ich jetzt E-Mails bekomme, da bin ich drin. Da ist keine Nachricht von Ihnen. Da ist nichts angekommen, leider. Da schauen Sie auf dem Spam. Ob es ist bei dem Spam. Was bedeutet das denn? Ich kenne das Wort nicht, das Sie sagen. Spam-Nachrichten. Ja, was heißt das? Also, auf der linken Seite schauen Sie die Postgang oder die geschickt, was Sie für Mails geschickt haben oder den Spam. Ist das gut? Oder Junkmail. Junkmail. Ach, Sie meinen diese Werbung und sowas? Ja. Ja, ja. Sagen Sie das doch gleich. So, ich mach das mal eben. Unerwünscht. Ja, da ist er doch, Frank Moxon. Ist das ein französischer Name? Ja, genau. Öffnen Sie es bitte. Parlez-vous français, monsieur? Nochmal? Parlez-vous français, monsieur? Ich verstehe gar kein Französisch. Nee, hätte ja sein können. Das war ja die Frage, ob Sie Französisch können, ne? Ja. Ja, können Sie aber also nicht. Also öffnen Sie bitte. Öffnen Sie bitte den E-Mail, den Nachricht, was ich Ihnen gesendet habe. Habe ich gemacht. In Österreich sind Sie? Ja. Das ist schön. Und wie viel soll ich jetzt überweisen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Wie gesagt, 250 Euro. Bei dem Verwendungszweck. Wo steht Ihr Name? Bei dem Verwendungszweck, da werden Sie Ihren Vornamen und Nachnamen schreiben. Meinen? Ihren, weil das ist Ihr Konto. Also es ist für mich jetzt sozusagen. Ja.
Das ist gut. Wie gesagt, das 250 Euro kriege ich nicht. Das ist ihr Geld. Und deswegen, bei dem Verwendungszweck werden sie ihre Daten eingeben, die Vorname und Nachname. Die Katze? Und das 250 Euro werden sie auf dem neues Konto bekommen. Ach so, funktioniert das? Ja, ja, ja. Können Sie das jetzt machen auf Ihrem Online-Banking? Ja, deswegen habe ich Ihnen die Daten gesendet. Ach so, war das gedacht. Ja, ich logge mich da mal eben ein. Muss mich da nur kurz anmelden. Okay. Und dann können wir das zusammen fertig machen. Ja, ich werde Ihnen dabei helfen. Das ist nett von Ihnen, danke. Kein Problem, deswegen bin ich hier, Ihnen zu helfen. Gibt es bei Ihnen denn Bonus, sag ich mal, wenn man da mehr einbezahlt? Nein, 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 nein. Schade. Ja, ein bisschen schade. Keine Chance, auch wenn man, wenn wir uns nett unterhalten? Also, nee, noch nicht. Na, du bist ja ein harter Verhandler, ne? Danke. Es war eigentlich kein Kompliment. So, dann geben wir das doch mal ein. Bitte? Sind Sie schon jetzt eingeloggt auf Ihrem Online-Banking? 71 bin ich, 71 Jahre alt. Schon auf Ihrem Online-Banking eingeloggt? Nee. Oder noch nicht? Nee, ich brauche ja immer die Bildschirmlupe, weil ich kann ja nicht mehr so gut gucken, ne? Okay, okay. Ist ja alles nicht mehr so einfach heute. Ich werde alles für Sie machen. Ja, alles? Alles, aber das Transaktion kann ich das nicht für Sie machen. Das müssen Sie selber machen. Ich werde Ihnen mit den Schriften helfen. Mit den Schriften? Also mit dem Papierkram meinen Sie, ne? Mit den Schriften. Was bedeutet das? Also, bitte loggen Sie auf Ihrem Online-Banking ein und dann werde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen. Ich beeile mich ja schon. Ich kann nicht schneller, als ich mache. Kein Problem. Ist da eine Party bei Ihnen? Nochmal bitte? Ist da eine Party bei Ihnen? Fragezeichen. Nee, gar keine Party. Ich habe nur ein bisschen Musik auf meinem Büro. Ach, Sie haben ein eigenes Büro? Ja, genau. Sind Sie gerade im Homeoffice? Ja. Und der Sohn guckt Trickfilme, oder? Ja. So habe ich das früher nämlich auch immer gemacht. Das ist sehr schön. Ist das eine schöne Arbeit, so für Sie als Arbeitnehmer? Ja, klar ist das. Ja? Deswegen mache ich das. Macht das Spaß? Und also so, man weiß es ja nicht. Es gibt ja viele Menschen, die ihre Arbeit gar nicht mögen, ne? So. Nee. Ich kontaktiere die Leute, die darüber Interesse haben. Ja. Und ich habe zu tun nur mit den Leuten, die darüber Interesse haben und Geld verdienen möchten. So funktioniert das. Und wie viele Leute rufen Sie da so an am Tag? Also es geht um die Termine, wie viele ich Termine in dem Tag habe. Ach so. Weil wir haben viele Kunden als Unternehmen. Haben Sie Unternehmen als Kunden oder Kunden als Unternehmen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinen Sie? Na, so wie ich das gesagt habe. Also, ich habe Ihnen gesagt, dass wir haben viele Kunden. Hunde? Kunde. Ach so. Schade, Hunde sind auch schöne Tiere. So, ich habe mich jetzt eingeloggt hier und jetzt überweise ich Ihnen das, ne? Nee, überweisen Sie das nicht. Warum nicht? Sie werden das Geld auf Ihren Handelskonto einladen. Ja, aber ich soll das doch überweisen, damit Sie das dann machen, oder nicht? Ja, genau. Jetzt bitte nehmen Sie die Daten ein, die ich Ihnen gesendet habe, und machen Sie den Überweisung. Sie sind ja ein sehr fordernder Mensch, das wissen Sie, ne?
Bitte? Ich sagte, Sie sind ein sehr fordernder Mensch. Sie wissen genau, was Sie wollen. Genau, natürlich. Ja, ja. Guter Junge. So. Und was ist, wenn wir 1000 machen? Gibt's da irgendwie nochmal ein Goodie obendrauf? Oder macht ihr sowas gar nicht? Das ist Ihre Entscheidung eigentlich. Na so. Also, wie gesagt, Ihr Gewinn geht um wie viel Sie investieren. Ja, mehr Steuern. Den 250 Euro ist der Mindestbetrag. Wenn Sie das mit mehr machen möchten, dann machen Sie das mit 1000, mit 10.000, mit 15.000, mit 50.000. Na, so viel Geld habe ich nicht. Okay. Deswegen. Ich wollte hier nur ein bisschen was dazu verdienen. Starten Sie einfach mit 250 oder mit 500. Manchmal mache ich das. Und dann schauen Sie, wie es geht. Wie es Ihnen geht? Und wie viel Sie verdienen. Wie es geht, wie dem Trading es geht. Ach, wie viel Sie verdienen können. Geht's denn gut? Was machen Sie jetzt gerade, bitte? Was machen Sie jetzt gerade? Ich gründe eine neue Stadt gerade. Also, ich meine auf Ihrem Online-Banking. Sind Sie jetzt drauf? Nee, ich habe das Passwort falsch eingegeben. Das dauert jetzt noch einen Moment. Ich habe da irgendwas falsch gemacht. Ich weiß aber nicht was. Ist das alles kompliziert hier? Was ist kompliziert, auf Ihrem Online-Banking einzuloggen? Ja, ich habe das Passwort falsch eingegeben. Jetzt sagt er, ich muss die Sicherheitsfrage beantworten. Die Sicherheitsfrage ist, wie viele Eunuchen passen in einen Neoprenanzug? Es gibt überhaupt keinen Sinn für mich. Haben Sie da eine Antwort zu? Das weiß ich aber nicht. Wie kann ich das wissen? Ja, weiß ja nicht. Sie sind ja ein schlauer Mann. Hätte ja sein können, dass Sie das wissen. Komm, erzähl manchmal mal. Manchmal verstehe ich Ihnen gar nicht. Warum denn? Was Sie mir sagen möchten, weiß ich nicht. Verstehe ich Ihnen gar nicht. Das ist schade. Also manchmal verstehe ich nicht, ob Sie verarschen wollen oder das machen möchten. Ob ich was mache? Ich verstehe es nicht. Verarschen möchten. Verarschen. Spielen. Was denn? Verstehe ich nicht, ob Sie spielen wollen oder Sie mit dem Trading anfangen möchten. Das verstehe ich manchmal nicht. Geld verdienen wollte ich machen bei Ihnen. Geld verdienen? Ja. Dann lassen Sie bitte die Frage und öffnen Sie Ihren Online-Banking. Was schreist du mich denn so an, du kleines Stück Scheiße? Hab mal ein bisschen Respekt vor einem alten Mann. Und schlage ich dir das Bierglas auf den Kopf. Entschuldigung. Ja, knie nieder vor deinem Gott. Entschuldigung, du Hurensohn. Ja, ja, den siehst du im Spiegel. Hurensohn. Ich hab dich schon wieder verarscht. Du kleiner Wichser. Du bist schon wieder... Weißt du schon, mit wem du sprichst? Du sprichst jetzt mit dem Adolf Hitler. Du sprichst mit einem Volltrottel. Adolf Hitler. Du bist ein Vollidiot. Du Adolf Hitler, Vollidiot. Vollidiot. Du bist Hurensohn. Live auf YouTube. Wein. Hau ab. Hallo? Herr Dummbrot? Selber. Sind Sie Herr Dummbrot? Ja, wer bist du denn? Adolf Hitler am Apparat. Das ist schön. Das ist schön, du kleiner Hurensohn. Mit wem hast du gespielt vor 10 Minuten? Du Hurensohn. Ich habe mit einem gespielt, der nie zur Schule gegangen ist, der von seiner ganzen Familie gehasst wird, den niemand liebt. Fällt dir sonst selber vielleicht noch was ein, was deine miserable Lage besser beschreibt? Was laberst du? Ja, du verstehst kein Wort, was man sagt. Du bist ein dummer Mensch. Bist du dumm? Du wie bist ihren, dumm. Wie dein Nachname, dumm. Ja, das habe ich wegen dir gemacht, damit du mich anrufst, du Dummbrot, Alter. Das ist wirklich dein Nachname. Ja klar ist das mein Nachname. Ja, dein Nachname ist dumm.
muss aber schlampe Frau sein oder auch Hure. Oh, du bist doch der Typ, der also auf Kinder musst, und Hunde steht, ne? Du musst verstehen, dass ich werde deine ganze Familie ficken. Ja, du bist der Typ, der auf kleine deine Kinder Tochter, steht, ich weiß, du scheiß Pedo, Alter. Deine Mutter. Ja, komm her. Hier deine ganzen Familie ficken. Ja, dann sagst du mir, wo lebst du? Hamburg. Wo lebst du? Hamburg City. Hamburg. Hopfenstraße 16. Hopfenstraße. Warte mal kurz, du Hurensohn. Ja, alles klar, du lieber Junge. 16. Hopfenstraße 16. Hopfenstraße 16. 20359 Hamburg. Zuckerbillard. Okay, gib mir mal deinen Vorname und Nachname. Ha, das weißt du doch, Dummbrot. Also, hast du Angst? Kriegst du Angst? Mein Name ist Konstantin Wladimirovich. Komm her. Wladimirovich. Kommst du aus Russland? Ja, klar. Russian Mafia. Nein, du bist doch Mafia. Russian Mafia bist du, ja? Du bist doch Mafia. Du hast mit der Mafia nichts zu tun. Ich bin Mafia. Du bist aber nicht Mafia. Was hast du denn für eine Mafia? Bist du Fidschi-Mafia? Bist du Fidschi-Mafia? Also, was ich bin der Mafia, dass die ganze Zeit deine Frau fickt, deine Schwester auch. Also, du bist die Hühner-Mafia, oder? Einfach. Bist du Hühner-Mafia? Ich fick deine ganze Familie, das musst du verstehen. Deine ganze Familie, du kleiner Arschloch, du kleine Pisser. Hast du keine bessere Arbeit? Bist du echt nicht zur Schule gegangen, ha? Nein, hab ich nicht. Du bist so nicht. Dumm. Gleich habe ich Arbeit mit deiner Frau. Du bist so ein dummer Mensch. Später habe ich Arbeit mit deiner Frau. Hast du Frau oder hast du keine Frau? Hast du einen Mann, weil du ein Gay bist? Ich habe 3 Frauen, 2 Männer und ein Ziege und 2 Hühner. Alles klar, ich spiele die ganzen Leute. Die 3 Frauen. Ja, fang mal mit den Hühnern an, Alter. Die hacken dir schon die Augen aus, weil du so hässlich bist. Ey. Was los? Du Gangster. Jetzt hast du schon 5-mal gesagt. Fällt dir nichts anderes ein? Fällt dir nichts anderes ein? Das ist aber nicht genug für mich. Ich muss etwas anderes picken. Ja, dann such dir einen Teddybär und stich dem die Augen aus vorher, damit er das Leid nicht ertragen muss. Teddybär ist für dich, du Gay. Teddybär macht dich kaputt, Alter. Der schlägt dich richtig zusammen. Das war zu viel für ihn.